So, was läuft da mit dem Bauerhaus heute Dienstagnachmittag? Der muss wieder mal getankt werden. Und der ist leer, der Tank des 714er. 240 Liter, schätze ich, gehen da rein. Der Preis von Diesel auf 1,41 Franken. Keine Bewegung nach unten oder oben. Ich habe tanke den ganzen Sommer schon für 1,41. Ich weiß, ihr tankt tiefer in Deutschland, weniger teurer. Der Diesel. Was hat dieser Lastwagen hinter mir vor? Ich verstehe noch nicht genau was. Ob ich ein bisschen nach wegfahren sollte. Das Rätsel ist gelöst, was der Lastwagen will. Er lädt Raps oben rein. Wie viele Tonnen? 25 Tonnen Raps, die werden nach Muttenz geführt und dann zu Öl verarbeitet. 76 Liter. Dieser Sattelauflieger kann 25 Tonnen Raps laden. Er ist auf der Achse, hat er Wagen und er kann genau sehen beim Befüllen, wo er noch einfüllen kann, damit da die Achsen richtig belastet werden. Und wie gesagt, er fährt nach Muttenz in eine Ölmühle. Muttenz, ja. Und ich hole jetzt da den Mistzetter und werde den Korall bei den Mutterkühen rausmisten. Nicht so viel Mist, aber gleichwohl viel Arbeit in die Ecken rein, überall um den Brunnen rum. Dann muss die Futterraufe raus und hinter der Futterraufe auch noch gemistet werden. Ah, hier habe ich einmal die Schaufel hochgehoben. Und dann ist die ganze Scheiße umgefallen. Darum probiere ich jetzt direkt nach unten nicht mehr in Schräglage anzuheben. Und ja, nicht abgeknickt. So, schön gerade. Das ist gut. Gehobenen Schaufel ist er mir dann umgestürzt. Darum auch vorsichtig retour. Ich bin echt gebrannt. Und Schaufel runterlassen. Habe ich die tausenden Zapfwelle eingeschaltet. Diesen Frühling habe ich über den Schosskin gesagt, ja, der streut ja schlecht. Keine Breitverteilung. Und ich war mit der 540er Zapfwelle unterwegs. Ziemlich lange, bis ich es gemerkt habe. Ja, jetzt verteilt es ein bisschen. Ich habe die frisch gesägte Gründüngung. Aber sonst kein Stopp so selten mehr offen. So, Streue leer. Türen schließen hinten. Gut, und ab nach Hause. Ja, da frisch gesäte Gründüngung. Noch Mist zu streuen geht auch nur, wenn es trocken ist, so wie jetzt. Sonst wäre das ein Ding der Unmöglichkeit.
Also ich bin froh, da kann ich da meinen Korall bei den Kühen noch säubern, bevor es Winter wird. Guten Abend, YouTube-Freunde. Noch schnell auf dem Feld mit den Numa. Und hier zeige ich euch mein Rapsfeld. Gesät wurde das so um Ende August. Genaues Datum habe ich gerade vergessen. Einzelkornsaat. Und der Raps ist schon schön entwickelt. Ja, auf den Numa gefällt der, jawohl. Ja, etwas. Getreide kommt doch noch, war ja Winterweizen vor Frucht. Das muss ich da noch beobachten. Und ich werde ja sicher noch ein Fungizid spritzen diesen Herbst. Also ein Fungizid, das auch das Längenwachstum dann hemmt, aber noch nicht jetzt. Jetzt darf er noch wachsen. Und vielleicht werde ich dann noch gegen ein Gräsermittel einsetzen. Das werde ich dann abwägen, wenn es soweit ist. Also, schnell eine Runde. Bevor ich da Kamera abschalte, schnell rüber. Mein Kartoffelfeld, ja, das ist eben noch nicht gerodet, weil ich zuwarte. Und das ist da anschließend ans Rapsfeld, sind da die Kartoffeln. 1,2 Hektar. Und was ihr da hört, da unten die Grastrocknung der Genossenschaft, die trocknen Mais. Zuwarten mit Kartoffelroden, das braucht auch ein bisschen Nerven, weil man weiß ja nie, was kommt nachher, nach dem Regen. Wird es wieder trocken oder gibt es eine 14-tägige Regenperiode? Aber ich habe jetzt zugewartet und ich habe gestaunt, wie viele Bauern trotzdem jetzt, wenn es so trocken ist, noch Kartoffelroden. Ich wollte das Risiko nicht eingehen, weil ich will nicht 40 Tonnen Kartoffeln, die blaufleckig sind oder schalenlos oder sonst Schäden haben von der trockenen Erde. Weil hier Erde trocken und noch steinig ist nicht so gut für schonungsvolles Roden. Marschieren wir doch schnell mal um die Trocknungsanlage herum. Würfel werden in Pinkback abgefüllt. Der Mais, der darauf wartet, getrocknet zu werden. Noch schön grün. Und hier ist das Förderband, das den Mais reinfährt. Der Brenner in den Trocknungsprozess. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Nicht vergessen, abonnieren, kommentieren, liken. Tschüss zusammen, ciao, ciao.